Meine Damen und Herren, zum ersten Mal seit meiner Jugend haben mich Protestbriefe wegen des angeblich übertriebenen Gebrauchs von Fremdwörtern nach einer Radiosendung erreicht, in der ich einige ausgewählte Stellen aus dem Romanwerk von Marcel Proust, die jeweils vorgelesen wurden, erläuterte. Ich sah das Gesprochene daraufhin durch und fand gar keinen besonderen Aufwand an Fremdwörtern darin, es sei denn, man hätte mir einige französische Ausdrücke verübelt, die der französische Gegenstand mir nahe genug gelegt hatte. Da nun, so viel mir bekannt, der Allgemeine Deutsche Sprachverein unseligen Angedenkens, der die Sorge um unantastbare sprachliche Gestalt mit der wütenden Verfolgung ausländischer Eindringlinge verwechselte, denn doch noch nicht seine Schnüfflertätigkeit wieder aufgenommen hat, so kann ich mir die empörten Zuschriften zunächst kaum anders erklären als durch den Gegensatz zwischen dichterischen Texten und ihrer Auslegung. Angesichts großer, darstellender Prosa nimmt wohl leicht deren Deutung die Farbe des Fremdworts an. Fremd mochten eher die Sätze klingen als das Vokabular. Versuche der Formulierung, die, um die gemeinte Sache genau zu treffen, gegen das übliche Sprachgeplätscher schwimmen und gar sich bemühen, verzweigtere gedankliche Zusammenhänge getreu im Gefüge der Syntax aufzufangen, erregen durch die Anstrengung, die sie zumuten, Wut. Der sprachlich Naive schreibt das Befremdende daran den Fremdwörtern zu, die er überall dort verantwortlich macht, wo er etwas nicht versteht, auch wo er die Wörter ganz gut kennt. Schließlich geht es vielfach um die Abwehr von Gedanken, die den Wörtern zugeschoben werden. Der Sack wird geschlagen, wo der Esel gemeint ist. In Amerika habe ich einmal darauf die Probe gemacht, als ich in einer Emigrantenorganisation, der ich angehörte, einen unbequemen Vortrag hielt, in dem ich vorsorglich jedes Fremdwort ausgemerzt hatte. Dennoch begegnete er genau dem gleichen Widerstand, auf den ich jetzt wieder in Deutschland getroffen bin. Solche Erfahrung geht bis auf meine Kindheit zurück, als mich in der Trambahn, wo ich mich auf dem Schulweg mit einem Kameraden harmlos unterhielt, der alte Dreibuß, ein Nachbar aus unserer Straße, wütend anfuhr: »Du verdammter Lausbub, hör auf mit deinem Hochdeutsch und lern erst einmal richtig Deutsch sprechen!« Der Schock, den Herr Dreibuß mir versetzte, wurde kaum gemildert, als er nicht lange danach gänzlich betrunken auf einem Schubkarren nach Hause gefahren wurde und wohl bald darauf auch verstarb. Er hatte mich zum ersten Mal gelehrt, was Rancune sei, eine Sache, für die es wohl kein rechtes einheimisches Wort gibt, es sei denn, man verwechsle sie mit dem heute in Deutschland so fatal beliebten Ressentiment, das doch ebenfalls von Nietzsche nicht erfunden, sondern importiert wurde. Kurz, der Zorn über die Fremdwörter erklärt sich zunächst aus dem Seelenzustand derer, die ihn hegen und denen irgendwelche Trauben zu hoch hängen. Nun will ich mich nicht besser machen, als ich war. Wenn wir, mein Freund Erich und ich, auf dem Gymnasium mit einiger Freude Fremdwörter verwandten, so verhielten wir uns dabei schon als bevorrechtigte Traubenbesitzer. Ob dies Verhalten der Rancune vorausging oder umgekehrt, wäre heute nur schwer auszumachen. Beides passte jedenfalls recht genau ineinander. Zelotentum oder Parenese anzubringen, war darum so lustvoll, weil wir fühlten, dass einige der Herren, denen wir zu unserer Erziehung während des Ersten Krieges überantwortet waren, nicht so recht wussten, was das sei. Zwar konnten sie uns mit roten Strichen ermahnen, überflüssige Fremdwörter zu meiden, sonst aber uns so wenig Schlimmes zufügen wie damals, als Erich in einem Hausaufsatz, meine Sommerferien, Brief an einen Freund, die Anrede »Lieber Habakuk« wählte, während ich
vorsichtiger und gesetzter, aber ebenso wenig willens, den Namen meines wirklichen Freundes dem Oberlehrer preiszugeben, über meinen Aufsatz zum gleichen Thema das altkluge »Lieber Freund« setzte. Ich will nicht leugnen, dass ich zuweilen dem bösen Beispiel einer uralten Großtante folgte, von der die Familienchronik berichtete, sie habe als Kind in ihrem französischen Diktionär nachgeschlagen, was die Backmulde auf Französisch heiße, dann ihren armen Hauslehrer eben danach gefragt und als er die Antwort schuldig blieb, hämisch triumphierend geantwortet, »Etsch, etsch, etsch, la huche«. Trotz dieses finsteren Ahnenerbes jedoch fühlten wir uns als Rächer Hanno Buddenbrooks und meinten, in unseren entlegenen Fremdwörtern den unabkömmlichen Chauvinisten Pfeile entgegenzuschleudern aus unserem geheimen Königreich, das weder vom Westerwald erreicht werden konnte, noch auf andere Art, wie jene es zu nennen liebten, eingedeutscht. Unser Instinkt war nicht einmal ganz im Unrecht. Die Fremdwörter bildeten winzige Zellen des Widerstands gegen den Nationalismus im Ersten Krieg. Der Druck der vorschriftsmäßigen Gesinnung drängte den Widerstand ins Abseitige und Harmlose, aber in großen Zeiten gewinnen oft derlei an sich belanglose Gebärden unverhältnismäßige symbolische Bedeutung. Dass wir jedoch dabei gerade an die Fremdwörter gerieten, rührte kaum von politischen Erwägungen her, sondern wie, zumindest für den Typus des ausdrucksfähigen Menschen, die Sprache in ihren Wörtern erotisch besetzt ist, so treibt Liebe zu den Fremdwörtern. Die Empörung über deren Gebrauch entzündet sich in Wahrheit an jene Liebe. Der Drang des Kindes zu den Wörtern aus der Fremde ähnelt dem zu ausländischen, womöglich exotischen Mädchen. Es lockt eine Art Exogamie der Sprache, die aus dem Umkreis des Immergleichen, dem Bann dessen, was man ohnehin ist und kennt, heraus möchte. Fremdwörter erscheinen dem Kind in einer Aura des Errötens, vergleichbar dem bei der Nennung eines verschwiegen Geliebten Namens. Diese Regung ist Volksgemeinschaften, die sich auch in der Sprache das Eintopfgericht wünschen, verhasst. Erst in dieser Schicht entspringt die affektive Spannung, die den Fremdwörtern jenes fruchtbare und gefährliche Leid, von dem ihre Freunde sich verführen lassen und das ihre Feinde besser ahnen als die Gleichgültigen. Diese Spannung scheint aber dem Deutschen eigentümlich zu sein, wie es denn zu den Stereotypen, wenngleich kaum ganz aufrichtig gemeinten Vorwürfen des deutschen Nationalismus gegen den deutschen Geist rechnet, dass er vom Ausländischen gar zu servil sich beeindrucken lasse. Dass Zivilisation als Romanisierung in Deutschland nur halb gelang, bezeugt auch die Sprache. Im Französischen, wo das gallische und das römische Element so frühzeitig und gründlich sich durchdrangen, fehlt das Bewusstsein von Fremdwörtern wohl ganz. In England, wo die sächsische und die normannische Sprachschicht sich übereinander schoben, gibt es zwar eine Tendenz zur sprachlichen Verdopplung, in der die sächsischen Elemente den altertümlich konkreten, die lateinischen den zivilisatorisch modernen Charakter vertreten, aber die letzteren sind viel zu ausgebreitet, sind zudem auch viel zu sehr Maler eines historischen Sieges, als dass sie von anderen den ausgepichten Romantikern irgend als fremdartig empfunden würden. In Deutschland dagegen, wo die lateinisch-zivilisatorischen Elemente nicht mit der älteren Volkssprache verschmolzen, sondern von Gelehrtenbildung und höfischer Sitte eher von jener abgegrenzt wurden, stechen die Fremdwörter unassimiliert heraus und bieten dem Schriftsteller, der sie mit Bedacht wählt, so sich dar, wie Walter Benjamin es beschrieb, als er von der silbernen Rippe eines Fremdworts sprach, das der Autor in den Sprachleib einsetzt. Dabei ist freilich, was unorganisch scheint, in Wahrheit selber nur geschichtliches Zeugnis,
das des Misslingens jener Vereinheitlichung, das nicht nur in der Sprache Leiden zugleich und den von Hebbel sogenannten Riss zur Schöpfung bedeutet, sondern auch in der Wirklichkeit. Man mag unter diesem Aspekt den Nationalsozialismus als den gewalttätigen, verspäteten und damit pervertierten Versuch erblicken, die versäumte bürgerliche Integration Deutschlands nachträglich zu erzwingen. Keine Sprache, auch die alte Volkssprache nicht, ist, wozu restaurative Lehren sie machen möchten, ein organisches, naturhaftes. Aber in jedem Sieg eines zivilisatorisch fortgeschrittenen sprachlichen Elements schlägt etwas vom Unrecht sich nieder, das dem Älteren und Schwächeren angetan ward. Das fühlte Karl Kraus, als er einem wegrationalisierten Laut die Elegie schrieb. Die westlichen Sprachen haben jenes Unrecht gemildert, etwa wie politisch der englische Imperialismus mit den unterworfenen Völkern verfuhr. Ausgleich als Schonung des Unterjochten definiert überhaupt wohl Kultur im prägnanten Sinn. In Deutschland jedoch ist es zu diesem Ausgleich nicht gekommen, weil das westlich-zivilisatorische, lateinisch-rationale Prinzip selbst nie unangefochten zur Herrschaft gelangte. Daran erinnern im Deutschen die Fremdwörter. Dass es zu keiner Pax Romana kam, ans Überleben des Ungebändigten ebenso wie daran, dass der Humanismus, wo er die Zügel ergriff, nicht als die Substanz der Menschen selber erfahren wurde, die er meinte, sondern als ein unversöhntes und ihnen auferlegtes. Insofern ist das Deutsche weniger und mehr als die westlichen Sprachen, weniger durch jenes brüchige, ungehobelte und darum dem einzelnen Schriftsteller so wenig Sicheres vorgebende, wie es in älteren neuhochdeutschen Texten so krass hervortritt und heute noch im Verhältnis der Fremdwörter zu ihrer Umgebung. Mehr, weil die Sprache nicht gänzlich vom Netz der Vergesellschaftung und Kommunikation eingefangen ist. Sie taugt darum zum Ausdruck, weil sie ihn nicht vorweg garantiert. Auf diesen Sachverhalt wirft Licht, dass in kulturell geschlosseneren Bereichen der deutschen Sprache, wie dem Wienerischen, wo vorbürgerlich-höfische elitäre Züge durch Kirche und Aufklärung mit der Volkssprache vermittelt sind, die Fremdwörter, von denen dieser Dialekt wimmelt, jenes exterritorialen und aggressiven Wesens entraten, das ihnen im Deutschen eignet. Man braucht nur einmal von einem Portier etwas von einem rekommendierten Brief gehört zu haben, um des Unterschieds inne zu werden. Einer sprachlichen Atmosphäre, in der das Fremde fremd ist und zugleich vertraut, so wie im Gespräch jener beiden Grafen über Hofmannsthals Schwierigen, in dem der eine beanstandet, er lässt uns doch gar zu viele Worte auf ihren sagen, worauf der andere antwortet, ja, da hätte er sich schon ein bisschen menagieren können. Keine solche Versöhnung ist im Deutschen gelungen. Keine kann durch den individuellen Willen des Schriftstellers herbeigeführt werden. Dafür jedoch vermag er die Spannung zwischen Fremdwort und Sprache, indem er sie in die eigene Reflexion und die eigene Technik einbezieht, sich zunutze machen. Das konformistische Element der Sprache, den trüben Strom, in dem die spezifische Absicht des Ausdrucks ertrinkt, vermag er durchs Fremdwort rettend zu unterbrechen. Seine Härte und Konturiertheit, eben das, was sie aus dem Sprachkontinuum hinaushebt, taugt dazu, was ihm vorschwebt und was von der schlechten Allgemeinheit des Sprachgebrauchs zugedeckt wird, genau hervorzutreiben. Mehr noch, die Diskrepanz zwischen Fremdwort und Sprache kann in den Dienst des Ausdrucks der Wahrheit treten. Sprache hat Teil an der Verdinglichung, der Trennung von Sache und Gedanken. Die übliche betrügt darüber. Sie erweckt die Illusion, es wäre, was geredet wird, unmittelbar das Gemeinte.
Das Fremdwort mahnt je daran, dass alle Sprache etwas von der Spielmarke hat, indem es sich selbst als Spielmarke einbekennt. Es macht sich zum Sündenbock der Sprache, zum Träger der Dissonanz, die von ihm zu gestalten ist, nicht zuzuschmücken. Wogegen man sich beim Fremdwort sträubt, ist nicht zuletzt, dass es an den Tag bringt, wie es um alle Wörter steht, dass die Sprache die Sprechenden nochmals einsperrt, dass sie als deren eigenes Medium eigentlich misslang. Die Probe darauf lässt sich an den Neologismen machen, an deutschen Ausdrücken, die der Chimäre des Urtümlichen zuliebe anstelle von Fremdwörtern erfunden werden. Stets klingen sie fremder und gewaltsamer als die ehrlichen Fremdwörter selber. Jenen gegenüber nehmen sie etwas Unwahres an, einen Anspruch der Identität von Rede und Gegenstand, der doch durch das allgemeinbegriffliche Wesen jeglicher Rede widerlegt wird. An den Fremdwörtern erweist sich die Unmöglichkeit von Sprachontologie. Noch den Begriffen, die sich geben, als wären sie der Ursprung selber, halten sie ihr Vermitteltsein vor, das Moment des subjektiv Gemachten, der Willkür. Terminologie als Inbegriff der Fremdwörter in den einzelnen Disziplinen, zumal in der Philosophie, ist nicht nur dinghafte Verhärtung, sondern zugleich auch deren Gegenteil, die Kritik des Anspruchs der Begriffe, sie seien an sich, während ihnen durch Sprache selber ein festgesetztes, das auch anders sein könnte, einbeschrieben ist. Die Terminologie vernichtet den Schein der Naturwüchsigkeit in der geschichtlichen Sprache, und darum neigt die restaurative ontologische Philosophie, die ihre Worte als absolutes Sein unterschieben möchte, in besonderem Maß dazu, die Fremdwörter auszumerzen. In jedem Fremdwort steckt der Sprengstoff von Aufklärung, in seinem kontrollierten Gebrauch das Wissen, dass Unmittelbares nicht unmittelbar zu sagen, sondern nur durch alle Reflexion und Vermittlung hindurch noch auszudrücken sei. Nirgends bewähren die Fremdwörter im Deutschen sich besser als gegenüber dem Jargon der Eigentlichkeit, jenen Termini vom Schlag des Auftrags, der Begegnung, der Aussage, des Anliegens und wie sie sonst heißen mögen. Sie alle möchten darüber täuschen, dass sie Termini sind. Sie vibrieren menschlich wie die Wurlitzer Orgeln, in denen das Vibrato der Stimme technisch eingelegt ist. Fremdwörter aber demaskieren jene Wörter, indem erst, was aus dem Jargon der Eigentlichkeit ins Fremdwort zurückübersetzt wird, das bedeutet, was es bedeutet. An Fremdwörtern lässt sich lernen, dass die Sprache nicht länger als Nachahmung der Natur von der Spezialisierung heilen kann, sondern nur, indem sie die Spezialisierung auf sich nimmt. Unter den deutschen Schriftstellern hat Gottfried Benn wohl als erster dies Element der Fremdwörter als literarisches Kunstmittel mobilisiert. Aber gerade dagegen richtet sich der triftigste Einwand wider die Fremdwörter. In Spezialisierung, Arbeitsteilung verschanzt sich das Privileg, in den Fremdwörtern stets noch das der Bildung. Und je weniger deren Begriff heute mehr substanziell ist, umso mehr nehmen die Fremdwörter, deren viele einmal zur Moderne gehörten und sie in der Sprache vertraten, etwas Archaisches, zuweilen Hilfloses an, als wären sie ins Leere gesprochen. Unverkennbar neigte Brecht, der an der Sprache auf jenes Moment aus war, durch das sie als Allgemeine dem Privileg des Besonderen widersteht, dazu, Fremdwörter zu vermeiden, freilich nicht ohne seinerseits insgeheim zu archaisieren, nicht ohne den Willen, Hochdeutsch wie einen Dialekt zu schreiben. Benjamin hat diese implizite Feindschaft gegen die Fremdwörter insofern zuweilen sich zu eigen gemacht, als er die philosophische Terminologie eine Zuhältersprache nannte.
In der Tat ist die offizielle philosophische Sprache, die irgendwelche terminologischen Erfindungen und Festsetzungen behandelt, als wären sie reine Beschreibungen von Sachverhalten, nicht besser als die puristischen Neologismen der metaphysisch geweihten neudeutschen Sprache, die übrigens unmittelbar von jener Unsitte der Schule sich herleitet. Vorzuwerfen bleibt den Fremdwörtern, dass sie jene, die nicht die Möglichkeit hatten, sie frühzeitig zu lernen, draußen halten. Als Bestandstücke einer Augurensprache ist ihnen bei aller Aufgeklärtheit ein schnarrender Klang beigesellt. Dessen Einheit mit dem von Aufklärung bildet geradezu ihr bürgerliches Wesen. Die Nationalsozialisten haben denn auch, sei's im Gedanken ans Militär, sei's um sich selber als feine Leute vorzustellen, die Fremdwörter geduldet. Gegen die Sozialkritik an den Fremdwörtern lässt wenig Überzeugendes sich vorbringen, außer ihrer eigenen Konsequenz. Denn wird die Sprache dem Maß des an alle der Verständlichkeit schlechthin unterworfen, so sind die Sündenböcke Fremdwörter längst nicht die einzigen und kaum die wichtigsten. Wiederholt mag werden, dass gerade ihre Unverständlichkeit Fabel ist, dass man meist ihnen nur das aufbürdet, was man dem Gedanken verübelt. Reinigungsaktionen volksdemokratischen Stils könnten sich nicht mit den Fremdwörtern begnügen, sondern müssten den größten Teil der Sprache selbst umlegen, wie es etwa im Basic English geplant war. In der Tat hat Brecht einmal im Gespräch mich herausgefordert mit dem Pronunciamento, es solle die kommende Literatur in Pidgin English abgefasst werden. An dieser Stelle der Diskussion versagte Benjamin ihm die Gefolgschaft und ging auf meine Seite über. Der barbarische Futurismus solcher Proklamationen, die übrigens von Brecht selber wohl mehr pour épater le bourgeois als gar zu ernst gemeint waren, bestätigt im Sprachbereich erschreckend die Tendenz losgelassener positivistischer Aufklärung zur Regression. Die Wahrheit, die als bloßes Mittel für Zwecke nur noch eine Wahrheit für andere ist, schrumpft selber ebenso ein wie das Basische und das Pidgin-Englisch und schickt sich damit erst recht zu dem, wogegen der Impuls jenes neuen Typus von Fremdwörterfeindschaft zunächst sich kehrte, nämlich zur Erteilung von Befehlen, wie sie etwa einmal die Sahibs ihren Farbigen zukommen ließen, indem sie zum Spott auch noch so sprachen, wie sie sich wünschten, dass jene sprächen. Das kommunikative Ideal, zu dessen Gunsten eine sich als progressiv verkennende Kritik an den Fremdwörtern geübt wird, ist in Wahrheit eines der Manipulationen. Das Wort, das darauf berechnet ist, vernommen zu werden, wird heute durch eben diese Berechnung zu einem Mittel, die, an die es sich wendet, zum bloßen Objekt von Behandlung herabzusetzen und für Zwecke einzuspannen, die nicht ihre eigenen, nicht die objektiv verbindlichen sind. Was einmal Agitation hieß, lässt sich mittlerweile von der Propaganda nicht mehr unterscheiden und deren Name versucht täppisch, Reklame durch Berufung auf höhere, vom Einzelinteresse unabhängige Zwecke zu rechtfertigen. Das universale System der Kommunikation, das scheinbar die Menschen miteinander verbindet und von dem behauptet wird, es sei um ihretwillen da, wird ihnen aufgezwungen. Nur das Wort, das, ohne auf seine Wirkung zu schielen, sich anstrengt, seine Sache genau zu nennen, hat die Chance, eben dadurch die Sache der Menschen zu vertreten, um die sie betrogen werden, solange jede Sache ihnen vorgespiegelt wird, als wäre es jetzt hier die ihre. Nicht länger ist es die Funktion der Fremdwörter, gegen einen Nationalismus zu protestieren, der im Zeitalter der großen Machtblöcke nicht mehr mit den einzelnen Sprachen der einzelnen Völker zusammenfällt. Aber als zum zweiten Mal entfremdete Überbleibsel einer Bildung, die mit der hochliberalen Gesellschaft zerging,
Einmal aber das Humane im selbstvergessenen Ausdruck der Sache, nicht im Dienst am Menschen als einem potenziellen Kunden meinte, können Sie helfen, dass etwas von der unnachgiebigen und weiter drängenden Erkenntnis überwintere, die mit der Rückbildung des Bewusstseins und dem Verfall der Bildung gleichermaßen zu verschwinden droht. Dabei dürfen Sie freilich keiner Naivität sich schuldig machen, nicht so auftreten, als vertrauten Sie noch darauf, vernommen zu werden, sondern Sie müssen mit Ihrer Sprödigkeit selber die Einsamkeit des intransigenten Bewusstseins ausdrücken und gerade durch Ihre Hartnäckigkeit schockieren. Ohnehin ist der Schock vielleicht die einzige Möglichkeit, durch Sprache heute die Menschen zu erreichen. Fremdwörter, richtig und verantwortlich gebraucht, müssen auf verlorenem Posten, wie Griechen im kaiserlichen Rom, eine Biegsamkeit, Eleganz und Geschliffenheit der Formulierung sich angelegen sein lassen, die verloren ging und an die gemahnt zu werden, den Menschen ein Ärgernis ist. Sie müssen ihnen vorhalten, was allen einmal möglich wäre, wenn es kein Bildungsprivileg mehr gäbe, auch nicht mehr dessen jüngste Verkappung, die Nivellierung aller auf die informierte Halbbildung. Damit könnten die Fremdwörter etwas von jener Utopie der Sprache, einer Sprache ohne Erde, ohne Gebundenheit an den Bann des geschichtlich Daseienden bewahren, die bewusstlos in ihrem kindlichen Gebrauch lebt. Hoffnungslos wie Totenköpfe warten die Fremdwörter darauf, in einer besseren Ordnung erweckt zu werden. Dazu freilich schicken sie sich nicht durch wahllose und unbesonnene Verwendung. Das Kinderglück, das einmal unmittelbar von ihnen versprochen schien, ist um seine Kindlichkeit willen unwiederbringlich dahin. Ihr Recht gegen den Positivismus einer allgemein verständlichen und eben damit ihrem eigenen Gehalt entfremdeten Umgangssprache, der sie geschichtlich heute unterliegen, weist einzig dort sich aus, wo sie dem sprachlichen Positivismus nach dessen eigener Spielregel überlegen sind, der Genauigkeit. Nur von dem Fremdwort kann der Funke überspringen, das in der Konstellation, in der es eingeführt wird, den Sinn besser, treuer, konzessionsloser gibt als die deutschen Synonyma, die sich anbieten. Die Arbeit des Schriftstellers, der frei abwägt, wo ein Fremdwort hin soll und wo nicht, tut Ehre nicht nur diesem an, sondern sogar auch der roten Tinte unterm Schulaufsatz. Die abstrakte Verteidigung der Fremdwörter bliebe hilflos. Sie bedarf nicht zur Illustration, sondern zur Legitimation der Analyse von Stellen, an denen Fremdwörter überlegt eingeführt sind. Die Modelle wähle ich aus einem eigenen Text, nicht weil ich ihn für exemplarisch hielte, sondern weil meine eigenen Überlegungen mir näher sind, weil ich sie besser erklären kann als die anderer Autoren. Ich beziehe mich dabei mit Absicht auf jene kleinen Brustkommentare, die mir Vorwürfe eintrugen. Ich greife also eine Reihe von Stellen heraus und teile Ihnen die Erwägungen mit, die mich veranlasst haben, etwas entlegenere Fremdwörter zu gebrauchen oder daran verhindert, einigermaßen entsprechende deutsche Ausdrücke zu benutzen. Da heißt es etwa von Proust, er habe als Erzähler das Kategoriensystem der bürgerlichen Gesellschaft suspendiert, der er selbst nach Ursprung, Lebensform und Verhaltensweise zugehörte. Man könnte anstelle von suspendiert außer Kraft gesetzt vorschlagen. Aber das wäre viel stärker als suspendiert, ließe schroffe Kritik dort vermuten, wo behutsam in der Schwebe gehalten wird. Außer Aktion setzen käme dem schon näher, enthielte aber selbst ebenfalls ein Fremdwort, und führte jenen Gedanken an das Schwebende, gewissermaßen Aufgehängte, nicht ebenso mit sich. Vor allem aber denkt man bei suspendiert an einen Urteilsspruch, der ausgesetzt, keineswegs aber widerrufen ist.
Damit wird man in die Sphäre von Prousts Roman als einer Verhandlung über das Glück geleitet, die durch unendlich viele Instanzen hindurchgeht. Ein Moment, das von keiner der deutschen Alternativen gefasst wäre. Kurz danach ist von der Disparatheit zwischen subjektiven Motiven und objektiv Geschehendem die Rede. Und gewiss ist der Klumpen von Fremdwörtern nicht schön. Ich suchte, das ungebräuchlichste von ihnen, Disparatheit, zu vermeiden, das aus Latein und Deutsch geklittert und darum besonders anstößig ist. Aber es bot sich stattdessen nur das völlige Auseinanderweisen an. Und die Substantivierung eines verbalen Ausdrucks dünkte mir nicht bloß hässlicher als der geradeswegs zuständige Ausdruck, sondern das Auseinanderweisen würde auch den Gedanken nicht genau wiedergeben. Denn das Phänomen in Prousts Roman, auf das aufmerksam gemacht werden sollte, beinhaltet eben eine Gegebenheit, ein zuständliches, nichts Aktives. Vollends bewog mich zur Wahl des Wortes die Besinnung auf das Ganze meines Textes, in dem Bildungen mit Weisen häufiger sind, als mir lieb war. Ich musste solche opfern, die dem Gemeinten am wenigsten entsprachen. Weiter. Es wird von Proust gesagt, sein Roman bezeuge die Erfahrung, dass Menschen, mit denen wir im Leben entscheidend zu tun haben, wie von einem unbekannten Autor designiert auftreten. Die wörtliche Übersetzung von designiert wäre bezeichnet. Aber sie verfehlt den Sinn. Sie besagte lediglich, es wären die betreffenden Menschen wie von einem unbekannten Autor charakterisiert, nicht aber für uns ausgewählt, gleichsam planvoll auf unser Leben bezogen. Die Illusion einer verborgenen Absicht hinter dem Zufall, der uns Menschen über den Weg führt, die für uns wichtig werden, käme dann überhaupt nicht heraus und die Stelle würde eigentlich unverständlich. Sagte man aber statt designiert geplant, so wäre ein Moment von Rationalität und Endgültigkeit in die Beschreibung des Phänomens hineingenommen, die das Vage, Verstellte, grob festnagelte, das zu der Sache gehört. Überdies ist das Wort geplant heute in einer Vorstellungswelt zuständig, die in die hochliberale Proustische einen ganz falschen Ton brächte, den der verwalteten Welt. Woanders wird gesagt, dass bei Proust schließlich der Tod die Hinfälligkeit des Festen der Person ratifiziert. Bestätigen wäre dafür zu schwach, bliebe im bloßen Erkenntnisbereich dem der Bewahrheitung einer Hypothese. Ausgedrückt jedoch wollte sein, dass wie ein Urteilsspruch der Tod den Verfall, der das Leben selber ist, sich zueignet. Zugleich ist das Moment des Endgültigen, das der Proustschen Desillusionsromantik erst ihre Schwere leiht, in ratifiziert, viel deutlicher als in dem harmloseren Bestätigen. Krass und lehrreich ist der Fall der Imagines ein paar Sätze später. Bilder ist ein viel zu allgemeiner Ausdruck, um jene Transposition aus der Erfahrungswelt in die Intelligible irgend zu treffen, die Prousts Blick auf die Menschen vollzieht. Urbilder aber ließen an Platon denken, ein unveränderliches, sich selbst gleiches, während die Proustsche Bilderwelt im Vergänglichsten gerade ihre Substanz hat. Dies Befremdende an der Sache, vielleicht das innerste Geheimnis Prousts, konnte nicht anders als durch die Fremdheit eines der Psychoanalyse entlehnten, durch den Zusammenhang aber umfunktionierten Terminus beschworen werden. Die Wahl des Wortes Soiree anstelle von Abendgesellschaft führt auf einen Sachverhalt, der in jeglicher Übersetzung wichtig ist, aber zumindest theoretisch kaum die nötige Aufmerksamkeit fand. Es geht um das Gewicht der Worte in verschiedenen Sprachen, um ihren Stellenwert im Zusammenhang, der unabhängig von der Bedeutung des einzelnen Wortes variiert. Das Deutsche schon heißt auf Englisch already, aber already ist weit schwerer,
belasteter als schon. Man wird im Allgemeinen, wenn nicht ein besonderer Akzent auf dem unerwartet frühen Zeitpunkt liegt, hier bin ich schon, nicht mit I'm already here, sondern etwa mit here I am übersetzen. In angelsächsischen Ländern können Deutsche sich untereinander leicht an dem allzu häufigen already erkennen. Solche Unterschiede dürfen aber auch bei minder formalen Ausdrücken, bei Substantiven konkreten Inhalts nicht überhört werden. Abendgesellschaft ist schwerer als Soirée. Er mangelt der Selbstverständlichkeit, die das französische Wort im Französischen hat, so wie im Deutschen gesellschaftliche Formen überhaupt nicht so selbstverständlich, so sehr zweite Natur sind wie jenseits der westlichen Grenze. Das Wort Abendgesellschaft führt etwas Gezwungenes, Gekünsteltes mit sich, als wäre es die Nachahmung einer Soirée, nicht diese selbst. Darum ist das Fremdwort vorzuziehen. Wollte man aber einfach Gesellschaft sagen, so wären zwar die Gewichtsverhältnisse einigermaßen richtig, etwas Wesentliches am Sachgehalt des französischen Wortes jedoch, die Beziehung auf den Abend, verloren. Ebenso auch die Beziehung auf den einigermaßen offiziellen Charakter der Veranstaltung. Überall dort ist das Fremdwort besser, wo aus welchem Grunde auch immer die wörtliche Übersetzung nicht wörtlich ist. Sexus an einer etwas späteren Stelle heißt Geschlecht. Aber dies deutsche Wort ist erheblich weiteren Umfangs als das lateinische. Schließt mit ein, was im Lateinischen gens heißt, die Sippe. Und vor allem, es ist viel pathetischer als das Fremdwort, unsinnlicher, möchte man sagen. Geschlechtliche Liebe ist nicht identisch mit sexueller, sondern lässt einem erotischen Element Raum, zu dem der Ausdruck sexuell einen gewissen Gegensatz hervorhebt. Wenn Freud in seinem Versuch, den Begriff des Sexuellen zu erläutern und von dem Allgemeineren und weniger Anstößigen der Liebe zu unterscheiden, auf das Unanständige, Verbotene aufmerksam macht, so wird das im deutschen Geschlecht nicht ohne weiteres mitgedacht, wohl aber im Fremdwort. Gerade dies Verbotene jedoch ist an der betreffenden Stelle wesentlich. Paradox stellt sich das Problem hinter dem Ausdruck Society-Leute, den ich für eine maßgebende Gruppe von Proustschen Romanfiguren wählte. Denn im Deutschen wie im Englischen hat Society Doppelbedeutung, die der Gesellschaft als Ganze, wie sie etwa den Gegenstand der Soziologie bildet, und die der sogenannten guten Gesellschaft, die derer, die dazugehören, Aristokratie und großes Bürgertum. Das Umständliche, Leute aus der Gesellschaft, wäre zumindest nicht ganz klar gewesen. Man hätte an Leute aus einer gerade versammelten Gesellschaft denken können. Gesellschaftsleute vollends wäre unmöglich. Überdies hat das Deutsche, die Gesellschaft, im Vergleich zu Society ein ähnlich krampfhaftes, gekünsteltes wie Abendgesellschaft im Vergleich zu Soirée. Die Überschrift der Spalte einer Frauenzeitschrift aus der Gesellschaft liest sich gegenüber der Society Column wie töricht beflissene Nachahmung. Um die Nuance hervorzuheben, an der mir lag, musste ich der deutschen Umgangssprache folgend Society verwenden. Obwohl der englische Ausdruck in sich so äquivok ist wie der deutsche, nimmt er im Deutschen jene Bestimmtheit an, die dem einheimischen Wort mangelt. Zu schweigen von einer Aura, die jeder wahrnimmt, der den Jargon kennt, welchen Proust seine Odette plappern lässt. Der Ausdruck Kontingent dann, fraglos im Deutschen nicht eingebürgert und vielen Hörern wohl unverständlich, stammt aus der Philosophie. Sein Gebrauch reißt das Problem der Terminologie auf. Kontingent heißt zufällig. Aber nicht das einzelne Zufällige, nicht einmal die davon abstrahierte allgemeine Zufälligkeit, sondern Zufälligkeit als wesentlicher Charakter des Lebens. So kommt denn auch der Ausdruck bei mir vor. Ich zitiere, mit der Tradition des großen Romans teilt Proust die Kategorie des Kontingenten. Zitat zu Ende.
Sagte man stattdessen die Kategorie des Zufälligen, so wäre das ungenau. Man könnte etwa darauf verfallen, der Roman als Ganzer oder die Weise der Darstellung habe etwas Zufälliges. Das Wort Kontingent jedoch sagt Kraft der philosophischen Tradition, die ihm innewohnt, dass gemeint ist, was ich immerhin erläuternd im nächsten Satz hinzufügte, dass, ich zitiere, Sinnverlassene vom Subjekt her nicht als Kosmos zu rundende Leben. Zitat zu Ende. Daran reicht keine wörtliche Übersetzung heran. Man mag darüber streiten, ob philosophische Termini außerhalb dessen ihr Recht haben, was unter dem abscheulichen, der Sache selbst widersprechenden Namen der Fachphilosophie geht. Lässt man aber diesen Begriff von Fachphilosophie nicht gelten, denkt man Philosophie als eine Weise von Bewusstsein, die sich die Grenzen einer besonderen Wissensdisziplin nicht aufnötigen lässt, dann gewinnt man eben damit auch die Freiheit, im philosophischen Bereich entsprungene Ausdrücke dort zu verwenden, wo das Herkommen keine Philosophie vermutet. Hier freilich nimmt der Gebrauch des Fremdworts, das um seine Herkunft aus einer Fremdsprache willen wirklich kaum mehr verstanden wird, eben jenen verzweifelten und provokativen Charakter an, den in Freiheit wollen muss, wer nicht doch zum naiven Opfer seiner Bildungsbranche werden will. Aus der philosophischen Tradition, zumal der kantischen, stammt auch das Wort Spontaneität. Zu seiner Wahl hat mich veranlasst, dass so viel in es zusammengedrängt ist, dass keine Übersetzung leistete, was das Wort leistet, wenn sie es nicht breit entfaltet hätte. Oft aber fordert ein literarischer Text ein Wort und verbietet die Entfaltung, weil diese die Gewichtsverteilung störte. Mag auch dem nicht philosophisch Geschulten nicht alles gegenwärtig sein, was der Terminus Spontaneität in sich birgt. Ich habe mich doch des Vertrauens nicht ganz entschlagen können, dass solche Termini eine gewisse Suggestivkraft sich bewahren und auch für den, dem sie nicht ganz durchsichtig sind, etwas von dem Reichtum mit sich führen, der objektiv in ihnen sich verbirgt. Spontaneität heißt einerseits und zunächst die Fähigkeit zum Tun, hervorbringen, erzeugen. Andererseits aber, dass diese Fähigkeit unwillkürlich nicht erst vom bewussten Willen des je Einzelnen ausgelöst sei. Ohne weiteres leuchtet ein, dass diese Doppelheit im Begriff der Spontaneität in keinem deutschen Wort erscheint. Die Rede ist an der betreffenden Stelle von der Eifersucht, welche Liebe in ein Besitzverhältnis verwandelt und die Geliebte damit zum Ding macht. Deshalb frevle Eifersucht an der Spontaneität der Liebe. Sagte man stattdessen, sie frevle an der Unwillkürlichkeit der Liebe, so gäbe das keinen Sinn. Und auch Unmittelbarkeit an sich der Sache schon näher reichte nicht aus, weil, wie keiner besser wusste als Proust, alle Liebe mittelbare Elemente enthält. So musste es denn bei Spontaneität bleiben. Wird an einem Menschen gerühmt, er habe in einer Situation sich spontan verhalten, so beschreibt das sein Verhalten drastischer als alle Umschreibungen, nach denen ich suchte. Das Bedürfnis nach Verkürzung veranlasst überhaupt zur Wahl von Fremdwörtern. Dichte und Gedrängtheit als Ideal der Darstellung, der Verzicht auf das Selbstverständliche, das Verschweigen des im Gedanken zwingend bereits Angelegten und darum nicht verbal zu Wiederholenden, all das ist unvereinbar mit weitläufigen Worterklärungen oder Umschreibungen, wie sie vielfach notwendig wären, wo man Fremdwörter vermeiden und doch von ihrem Sinn nichts opfern möchte. Ich habe in dem Proust-Vortrag und auch sonst zuweilen von Authentizität gesprochen. Das Wort ist sicherlich ungebräuchlich und die Bedeutung in dem Zusammenhang, in den ich es zog, keineswegs durchaus sichergestellt.
Gemeint ist der Charakter von Werken, der ihnen ein objektiv Verpflichtendes über die Zufälligkeit des bloß subjektiven Ausdrucks hinausreichendes, zugleich auch gesellschaftlich Verbürgtes verleiht. Hätte ich einfach Autorität gesagt, also ein wenigstens eingebürgertes Fremdwort, so wäre dadurch zwar die Gewalt bezeichnet worden, die solche Werke ausüben, nicht aber das Moment von deren Berechtigung, Kraft einer Wahrheit, die schließlich auf den gesellschaftlichen Prozess zurückverweist. Jener Unterschied des seinem Gehalt nach Verbürgten von dem usurpatorisch Gewalttätigen wäre verfehlt worden, auf den es mir ankam. Nun hätte sich gewiss ein heute in Deutschland sehr beliebtes Wort angeboten. Gültigkeit. Hier jedoch ist zu bedenken, dass Worten nicht nur ein Stellenwert im Zusammenhang, sondern auch ein geschichtlicher eignet. Das Wort gültig ist durch Figuren wie etwa gültige Aussage heute überaus kompromittiert. An ihm gibt sich eine gewisse Art des Kernigen, salbungsvoll schlicht Bejahenden zu erkennen, die in der gegenwärtigen Ideologie ihre verhängnisvolle Rolle spielt. Um keinen Preis hätte ich mich damit einlassen dürfen. Man kann nicht den Jargon der Eigentlichkeit angreifen und selbst von gültigen Werken reden, in deren Begriff ebenso Vorstellungen von unveräußerlichen alten Waren mitschwingen, wie schließlich doch auch solche vom Öffentlichen anerkannt seien. Gewiss ist nicht zu erwarten, dass all diese verzweigten Überlegungen und kritischen Reflexionen, die mitzuteilen einen auf die Sache gerichteten Text völlig aus dem Gleichgewicht gebracht hätten, in das eine Wort Authentizität zusammengepresst wären. Aber der Schock, den es bereitet, das blitzschnelle Aufflammen all jene Begriffe, an die es mahnt und die dennoch vermieden worden sind, bringt mehr vielleicht herüber als ein umgänglicherer, dafür aber der gemeinten Sache unangemessener Ausdruck. Die Hoffnung, dass auf diese Weise die Intention doch sich durchsetze, ist darum nicht gar zu abwegig, weil jenes Authentizität nicht ein isolierter, blinder Fleck im Text ist, sondern weil dessen Zusammenhang ein vielfältig gebrochenes Licht auf das Zauberwort wirft. Bei einigem schriftstellerischen Vermögen und Glück lässt sich in das fremde Wort das hineindrängen, was das anscheinend weniger Ausgefallene nie vermöchte, weil es zu viele eigene Assoziationen mitschleppt, als dass es vom Ausdruckswillen ganz ergriffen werden könnte. Meine Damen und Herren, bei meinem Versuch, die Fremdwörter zu rechtfertigen, konnte ich weder die Kritik unterschlagen, der sie heute sich aussetzen, noch einen Standpunkt beziehen, der so starr wäre, wie es der Gegner zu sein pflegt. Auch der Schriftsteller, der sich einbildet, rein auf die Sache zu gehen, und nicht auf deren Kommunikation, kann sich nicht blind machen gegen die geschichtlichen Veränderungen, denen die Sprache selbst durch den kommunikativen Gebrauch unterliegt. Er muss gleichsam von innen und von außen her zugleich formulieren. Dieser Widerspruch betrifft auch sein Verhältnis zu den Fremdwörtern. Noch wo sie ihm objektiv richtig klingen, muss er spüren, was ihnen in der gegenwärtigen Gesellschaft widerfährt. Oft mögen sie in ihr zu toten Hülsen werden, so wie jenes Wort Authentizität, betrachtete man es rein für sich, eine wäre. Noch das an sich Sein der Sprache ist nicht unabhängig von ihrem für anderes Sein. Die Verblendung dagegen, deren der Schriftsteller bedarf, dem es mit der Sprache überhaupt ernst ist, kann in die Dummheit dessen umschlagen, der sich im Besitz reiner Mittel sicher wähnt, während diese gerade um ihrer Reinheit willen schon nichts mehr taugen. Das Problem der Fremdwörter ist wahrhaft ein Problem. Es umschreibt ein Kraftfeld. Was sich am Modell des Wortes Authentizität zeigte, bei dem es mir nicht wohl zumute ist und auf das ich doch nicht verzichten kann, gilt wohl für den Gebrauch der Fremdwörter insgesamt.
Über diesen entscheidet keine sprachliche Weltanschauung, kein abstraktes Für oder Gegen, sondern ein Prozess zahlloser, ineinander verflochtener Regungen, Innervationen und Erwägungen. Wie weit dieser Prozess gelingt, darüber hat das beschränkte Bewusstsein des einzelnen Schriftstellers kaum Macht. Aber er ist unumgänglich. Er wiederholt, sei es auch unzulänglich, jenen Prozess, den die Fremdwörter als solche, ja die Sprache selbst gesellschaftlich insgesamt durchmacht und in den der Schriftsteller verändernd eingreift, nur indem er ihn zugleich als Objektives erkennt.